Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 5. April. Wir sahen heute schon einiges an Bewegung, wie wir hier in der Heatmap sehen, und zwar die Yen-Pairs hier sichtlich unter Druck. Also alle Paare, die hier in Yen gehandelt werden, leiden hier massiv unter der Yen-Aufwertung, die hier schon in der Asia-Session ihren Einzug fand. Und jetzt setzte sich bzw. spitzte sich das hier zum Beginn der European-Session weiter zu. Neue Tagestiefs erfolgten. Und die Luft scheint hier fast schon ein Stück weit raus, da eben auch hier die Ranges alle schon nach unten aufgerissen wurden. Auch Euro-US-Dollar hier heute schon schwach, allerdings die Range mit bislang 62 Pips überschaubar. Dennoch auch hier im Blick auf die letzten 14 Tage eine sehr, sehr geringe Schwankungsintensität und insofern auch Euro-US-Dollar bereits am Limit. Das ist im Prinzip sehr, sehr interessant vor dem Hintergrund, dass der Handel ja hier im europäischen Raum gerade erst begonnen hat. Letztlich wollen wir uns hier einem Paar widmen, was mit Europa weniger zu tun hat. Sie sehen es ja hier, den Australdollar gegenüber dem US-Dollar. Und da ist es wie folgt, dass wir hier eine interessante Konstellation schon sahen. Und dazu gehe ich mal hier in den Tagesschart hinein. Da hatten wir im vergangenen Monat bereits darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit einer saisonalen bullischen Phase besteht. Und diese ließ sich hier genauso in diesem Szenario einfangen. Grundsätzlich eben auch hier die Annahme, dass wenn es über 75, 0,75, 85 geht, das Währungspaar dann weiter aufwerten kann. Und grundsätzlich wurde hier das saisonale Setup sozusagen auch ja, im Sinne dessen, dass hier 260 Pips nach oben möglich wären, hier durchaus durchsetzbar. Obgleich hier gesagt werden muss, ein kleiner Pullback war hier eigentlich zu favorisieren in Richtung 0,7415. Der erfolgte nicht. Sie sehen, das Währungspaar ging hier stringent direkt nach oben raus, konsolidierte dann leicht, um dann jetzt hier letztlich nach oben aufzudrehen. Und jetzt seit Wochenbeginn sehen wir hier eine Schwäche. Gut, wie ist das in Einklang zu bringen? Letztlich haben wir hier den US-Dollar, der wieder ein Stück weit nach vorne geht. Die Saisonalität mit Blick auf die kommenden 20 Tage sagt beim Australdollar gegenüber dem US-Dollar hier eine leicht steigende Tendenz voraus. Wenn wir das aber hier in ein saisonales Muster packen, und dazu cleare ich jetzt erstmal den Chart. So. Machen wir das mal weg. Wie gesagt, das läuft noch, das Setup. Da sehen wir aktuell Rücksetzer. Aber wir haben auch hier die Chance, dazu bringe ich mal das nächste Bild, dass wir hier eine ansteigende Tendenz beim Australdollar gegenüber dem US-Dollar sehen, die hier eine Quote von 85% aufweist. Also hier während der letzten 21 Jahre erfolgten 18 Gewinner und nur drei Verlierer. Das sehen wir hier kumuliert in den Ergebnissen seit 1995. Und hier eine sehr, sehr starke Performance während der kommenden Tage. Und das ist das Zeitfenster, worum es hier geht. Relativ kurzfristig, 5 Tage, Einstieg 5.4., Exit 12.4., jeweils zum Schlusspreis. Eine sehr, sehr interessante Situation. Hier auch am morgigen Tag, hier das umgekehrte Level. Euro-Australdollar können wir uns dann morgen wahrscheinlich mal im Detail anschauen, wenn ich nicht dann noch ein anderes Paar habe, was mir hier sehr, sehr interessant scheint. Aber zurück zum Australdollar. Hier weist es sich eben mit Blick auf die kommenden 5 Tage bis zum 12.04. auf, dass man hier die Möglichkeit hat, eine 12.04. ist hier, eine Aufwertung mitzunehmen, die mit dem heutigen Schlusskurs erfolgen könnte. Das ist ein relativ kurzfristiges Setup. Muss man natürlich sehen, ob man das spielen will. Theoretisch ist genau die Annahme, dass man hier diesen Aufwärtsmove mitnimmt. Mit Blick auf die letzten 16 Jahre scheint hier die Saisonalität dann aber ein Stück weit nach unten zu kippen, bis zum 12.04. Das sieht die Auswertung dieses saisonalen Musters nicht. Die sieht das eher anders, beziehungsweise die statistische Quote weist hier ein anderes Level auf. Und man sieht, dass es in den letzten 2 Jahren hier nur marginale Gewinne gab, beziehungsweise letztlich der Performance-Chart gleich blieb. Im letzten Jahr sogar ein minimaler Verlust. Jetzt ist aber eben die spannende Phase. Sind wir jetzt hier bereit auf dem Weg eine wieder aufstrebende Performance zu erleben? Wenn wir heute noch ein Stück zurückkommen, hier Sie sehen den EMA 21, auch hier einen kurzfristigen Aufwärtstrend, deswegen den Australdollar auch heute hier im Fokus. Soll heißen, wenn wir heute uns hier im Tagesverlauf nicht weiter nach unten durcharbeiten, wäre das hier im Sinne des saisonalen spekulativen Setups hier eine Möglichkeit, an einer Aufwertung während der kommenden Tage teilzunehmen, die dann hier eben verspricht, dass der
Australdollar gegenüber dem US-Dollar hier eine Aufwertung vollzieht. Das Ganze kann man im Prinzip auch relativ eng mit einem Stopp versehen. Sollte nämlich hier das Tief vom 28.03. unterschritten werden, ja, dann müsste man eben hier dann durchaus nochmal einen Lauf in Richtung 74, 73, 20 einkalkulieren. Das, wie gesagt, ein sehr, sehr kurzfristiges Setup, eine sehr, sehr kurzfristige Möglichkeit, um hier sozusagen einen saisonalen Bias mitzunehmen. Das als Anregung, da wir eben auch hier beim Australdollar gegenüber dem US-Dollar beim Aussie sozusagen hier kurz vor einer Trendlinie stehen, kurz oder besser gesagt den EMA 21 auch schon berührt haben. Und das sind kurzfristige Indikationen, die hier durchaus Aufwärtstrieb veranschaulichen. Der Dienstag generell eigentlich ein bullischer Tag. Zum Wochenende hin wird statistisch während der letzten 52 Wochen schwach. Das ist so ein Stück weit Wasser auf die Bärenmühlen. Aber grundsätzlich sehen wir hier, dass der Australdollar eine steigende Tendenz seit dem Januar-Tief hier vollzieht und das im Kontext dessen, dass der Markt ja auch hier gerade mit Blick auf den Wochenchart an einem sehr, sehr interessanten Punkt steht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ergo hier an diesem Widerstandsbereich um 0,7625. Und da sind wir letzte Woche per Wochenschlusspreis rausgegangen. Jetzt ziehen wir gerade wieder drunter. Wichtig ist, dass das Währungspaar grundsätzlich hier an diesem Punkt per Wochenschlusspreis wieder drüber geht. Dann wäre auch weiteres Potenzial gegeben. Und das saisonale Muster verspricht im Prinzip genau dies. Ob es Einzug hält, bleibt mal abzuwarten. Wie gesagt, wir haben hier gewisse Risiken, wenn der Dollar weiter sich wieder versucht zu erholen. Dann kann es hier durchaus noch tiefer gehen. Wir sehen, der Australdollar versucht hier noch nicht einen Boden zu finden. Wir machen hier neue Tiefs. Das bleibt eben abzuwarten, wie der Tag heute ausgeht. Aber mit Blick auf Wochenbasis hier 0,7625 sehr, sehr interessant. Sollte es nochmal darüber gehen, dann wäre hier durchaus Potenzial bis zum nächsten Widerstandsbereich bei 0,80, 0,8067. Das heißt hier gut 400, 440 Pips nach oben Luft. Unter mittelfristiger Sicht wohl bemerkt. Aber das Setup selbst ganz interessant. Insofern halten Sie mal den Australdollar gegenüber dem US-Dollar im Auge. Die saisonalen Muster sprechen im Prinzip für eine Performance. Ob es gelingt, das bleibt mal abzuwarten. Zumindest kann man hier eine kurzfristige Fortsetzungstendenz der Aufwertung seit Mitte Januar durchaus erkennen. Und das, wie gesagt, erfährt aktuell auch Rückenwind von einem saisonalen Setup. Insofern ganz interessant. Und damit würde ich mich auch schon verabschieden für den heutigen Blick auf den Devisenmarkt. Wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder in alter Frische. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg an den Märkten. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.